Jetzt muss ich ja stehen machen. Anders hat es gelernt. Ein leidenschaftlicher hartes Geschäft. Auf unserem Campingplatz, da fällt allerhand Dreck an. Und du müsst jetzt Straßenwetter ran. Und zwei stehen da vorne vor dem Tor. Und ich bin mal gespannt und bin ganz ohr. Martin, bitteschön! Dann 3, 4 und 5
Wenn die Hände drin sind, ziehe ich immer bis der erste Ellenbogen reingeht. Und dann ziehen wir das Arschloch bis 1,80 Meter groß ist. Er sagt dazu, und was macht man mit 1,80 Meter großer Arschloch? Ich sag, man stellt es an den Stoß und sagt, immer da bist du nicht. Aber weißt du eigentlich, wie man 30 Kilo in der dritten Stunde ohne Angst riecht? Man macht die Tuba oben. Ja. Ja. Ich sag immer Tuba bauen, ne? Die Hausfrauensektor. Du, ich bin ja seit 2 Jahren verheiratet. Ich war noch dabei, Mensch, das wär's nicht mehr. Das vergesse ich mein Leben nicht. Also mein Freund und ich, wir machen jetzt Arbeitsteilung. Oh. Ein Ohr koch ich und ein Ohr koch sie. Du kochst und der soll schlafen? Ja, als erstes bin ich dran. Mein Freund und sein Kummer stehe ich noch nicht in der Küche. Nichts wie A mit dem Radio. Ja, und ein Glas Wasser in der Hand. Sagt sie. Was gibt's dann heute oben zu essen? Hey, ich sag, Liebe mit Quellwasser. Oh. Das hat Paul so nicht gemacht. Erzähl dir mal hoch. Pass auf, der nächste Ohr, wenn ich helfe, steht meine in der Küche, nackig. Die Haare verzaust. Die Haare? Die Schminke verlaufen. Und hat geschwitzt wie ein Feigchen. Ja, ja, was war dann das? Hätte ich gesagt, was geht's dann heute bei uns essen? Hast du es auf die Rechnung von gestern? Ja. Aber wir haben ja nur noch ausgefallener Sechs, gell? Ja, nur noch ausgefallener Sechs? Nur noch ausgefallen. Montags